Stadtwachstum ohne Nachverdichtung? Fragezeichen. Ein eher rhetorischer Titel, den wir heute Abend haben. Rhetorisch deshalb, weil, soweit ich sehe, in Wien ja schon kräftig nachverdichtet wird. Die Frage ist also, die bleibt, braucht Wien diese Dichte, diese Erhöhung der Dichte? Warum braucht Wien das? Und vor allem, welche Dichte? Also gibt es eine gute Dichte und eine schlechte Dichte? Und ist gute oder schlechte Dichte, hoffentlich eher gute Dichte, planbar? Darüber wollen wir heute sprechen mit meinen zwei illustren Gästen. Ich beginne mit Laura Spinadel. Sie hat in Buenos Aires Architektur studiert, hat dort das Büro für Auslandsbeziehungen aufgebaut, hat eine Vielzahl von Gastprofessuren in Spanien, Brasilien, Argentinien bereits inne gehabt, hat auch an der Angewandten hier in Wien am Institut für Stadtgestaltung leitend gearbeitet und hat das leidsam bekannt, denke ich, das Büro Busarchitektur in Buenos Aires und in Wien. Neben Wohnbauaufgaben haben Sie sich immer schon ganz stark mit städtebaulichen Projekten und Studien beschäftigt und worüber ich mich immer wieder sehr freue, weil ich finde, es gibt in Österreich immer noch zu wenige Büros, die sich wirklich mit städtebaulichen Aufgaben kontinuierlich und tiefgehend beschäftigen, haben auch bereits Ende der 90er Jahre den Otto Wagner Städtebaupreis gewonnen mit dem Projekt Compact City Homeworkers. Ja, und aktuell, das wird den meisten hier bekannt sein, sind Sie gerade dabei, den zweiten Bezirk, die Leopoldstadt, kräftig nachzuverdichten durch das Projekt des WU Campus, über das wir sicher auch noch sprechen werden heute. Dann in unserer Mitte der Thomas Madreiter. Er hat Raumplanung und Raumordnung an der TU Wien studiert, war dort auch Assistent, ist dann seit 1995 bei der Stadt Wien, zuerst als Stadtplaner im Bereich Stadtteilplanung, später als Experte für Finanz-, Wirtschafts- und Technologiepolitik in der Geschäftsgruppe Finanzen. Und seit 2005 nun ist er Leiter der Magistratsabteilung 18. Das heißt, er ist zuständig für alles, was planbar und entwickelbar ist oder sein soll in Wien. Und insofern auch der Mann, der weiß, was prognostiziert ist und wie die Stadt darauf reagieren möchte. Darum beginne ich vielleicht auch gleich beim Thomas Madreiter. Braucht Wien mehr Dichte überhaupt? Ja, einen schönen guten Abend. Vielleicht eine kleine Richtigstellung. Seit gestern hat die MA 18 einen neuen Leiter, der nicht Thomas Madreiter heißt. Und ich leite die Abteilung auch schon seit jener nicht mehr, bin jetzt Leiter der Gruppe Planung in der Stadtbaudirektion, aber so viel nur ein technischer Hinweis. Braucht Stadt Dichte, braucht Stadt höhere Dichte? Das ist für mich tatsächlich eine rhetorische Frage, weil Dichte, denke ich mir, ein konstituierendes Element von Stadt ist. Städtische Systeme sind ohne Dichte für mich nicht, also für mich persönlich nicht denkbar. Und man sollte vielleicht ein bisschen mehr Zeit auch darauf verwenden, was man jetzt tatsächlich unter Dichte versteht. Ein Kollege hat mir vor einiger Zeit berichtet, die haben so eine Literaturrecherche gemacht zu Studien aus dem Stadtplanungsumfeld in Wien in den letzten 15 Jahren. Und ich glaube, mit einer Ausnahme war der Begriff der Dichte durchaus negativ konnotiert. Erstaunt mich natürlich, weil Dichte kann man ja auch anders fassen. Also Dichte könnte ich ja auch durch einen Begriff wie Intensität ersetzen. Und da bin ich dann schon weg jetzt von der puren Fixierung auf Beton oder Ziegel oder bauliche Kubatur. Und ich glaube, das ist der entscheidende Gedankengang, den wir hier vollziehen müssen. Damit Stadtsysteme funktionieren, brauchen sie einfach ein gewisses Maß. Was schon über den Begriff kann man jetzt lang diskutieren. An Intensität, an Dichte. Dichte ist eine absolut notwendige Voraussetzung für alles, was wir unter Urbanität subsumieren. Sie ist aber keine hinreichende Voraussetzung. Ja. Also es kann dicht und furchtbar sein, aber wenn es nicht dicht ist, dann ist es jedenfalls nie Stadt. Und ich glaube, das ist zumindest für mich einmal ein Einstieg und kann man durchaus auch als programmatische Aussage verstehen, im Hinblick auf meine Vorstellungen, wie wir mit dem Stadtsystem Wiens in Summe umzugehen haben, weil ja bei weitem nicht
der Großteil Wiens jetzt dicht bebaut ist. Braucht Wien mehr Dichte? Auch die Frage an Laura Spinner. Zuerst noch eine Ergänzung. Ich bin nicht nur Busarchitektur, sondern ich bin auch OA, ein Büro für offensive Aletorik, eine Professionalisierung der Provokation. Okay. Sehr schön. Mit Dichte alleine kann ich wenig anfangen. Und zu sagen, dass Dichte und Stadt zusammengehören, kann ich auch wenig anfangen. Wenn wir ein bisschen qualifizierender reden könnten, indem wir sagen, unterschiedliche Dichten könnten Urbanitäten erzeugen, dann fühle ich mich wohler. Also ich glaube, dass nur die Dichte auch in einem Dorf vorhanden ist, wo ich zentralistische Strukturen habe, wo ich mit einem Hauptplatz und mit einer Hauptstraße das Problem löse. Da weltweit der Trend zum Stadtleben indiskutabel ist, kann man sich dieser Entwicklung nicht entziehen. Ob Wien das KKK-System wirklich überwunden hat und nicht mehr zentralistisch denkt, wird sich zeigen. Also, so wichtig wie der Rathausplatz gibt es in Wien keinen zweiten Platz. Angeblich soll es einen zweiten in Aspern geben können, weil wir einen zweiten Ring bekommen werden. Nur inwiefern das wirklich von der ganzen Gesellschaft, vom freien Markt und so weiter getragen wird, dass nicht nur Gründerzeitbezirke nachverdichtet werden, sondern Subzentren und eine polyvalente Stadt entsteht, das ist die große Frage für mich. Das heißt aber, das Plädoyer wäre eines für Subzentren und sozusagen für partielle Verdichtungen, die immer wieder in der Stadt auftauchen und dazwischen aber auch dann sozusagen freiere Zone mit deutlich geringerer Dichte. Sicher, denn Dichte alleine kann Klaustrophobie erzeugen. Wir wollen doch nicht zum 18. Jahrhundert zurückgehen. Aber bleibt man noch wirklich bei dem Begriff, was ist überhaupt Dichte? Es ist schon angesprochen worden. Ich finde es schon wichtig, darüber zu Beginn nochmal zu sprechen. Also sprechen wir von Bevölkerungsdichte, sprechen wir von Bebauungsdichte, sprechen wir eben von einer mehr atmosphärischen Dichte, von dem, was man unter intensiv und urban versteht. Was heißt Dichte und wie hängen vor allem die verschiedenen Dichten wirklich zusammen? Wir brauchen ein vielschichtiges Angebot. Also Dichte und Urbanität sind nur interessant für die Bevölkerung, wenn das Angebot gegenüber Flachland sich vergrößert. Und dieses vielschichtige Angebot muss natürlich viele Vernetzungen erzeugen. Weder wir Architekten alleine noch die Stadtverwaltung alleine kann das produzieren. Und es ist noch ein sehr langer Weg zu schreiten. Ich denke mal, dass man dort auch sozusagen ganz stark den Begriff der Diversität einführen muss. Diversität ist natürlich für eine Stadt wie Wien, also wenn man sich die historischen Brüche jetzt nur im 20. Jahrhundert ansieht, mit der Vertreibung so gut wie der gesamten jüdischen Intelligenz, der nachfolgenden Phase der Stagnation am Eisernen Vorhang, also man könnte es polemisch formulieren, wo Wien halt ein sehr großes, und jetzt kann jeder einen Ort seiner Fantasie einfügen, würde weder auf St. Pölten am Städten noch sonst oder Krems hinhauen. Aber das hat natürlich diese Stadt geprägt, ja. Und genauso hat natürlich auch die vertriebene, ermordete Intelligenz dann als Mangel und als Manko diese Stadt geprägt, ja. Und ich denke mir, es ist schon auch wichtig, jetzt nicht ausschließlich jetzt über Geschossflächendichten zu diskutieren, also ich denke mir, da würden wir uns schnell einig werden, sondern einfach noch einmal auch diese Gedankengänge nachzuvollziehen, wie schaut es eigentlich mit der gesellschaftlichen Verfasstheit der Stadt aus, wie schaut es mit der Bevölkerung in der Stadt aus, welche Beziehung zu Stadt, zu Urbanität hat diese Bevölkerung. Und da ist natürlich ein drastischer Wandel im Gange. Ja. Also man kann das Wien, also ich bin Mitte der 80er Jahre nach Wien gekommen, mit dem Wien heute, denke ich mal, überhaupt nicht vergleichen. Ja. Da hat sich wahnsinnig viel getan.
Diese Entwicklung geht drastisch weiter. Ich würde es jetzt über einen Zettel mit Zahlen, den habe ich eingesteckt und ich habe ihn nicht auswendig gelernt vorher, also das kann ich versprechen, aber nur sozusagen eine Zahl. Wir reden permanent noch immer von der Explosion der Suburbanisierung in Wien. Tatsächlich haben wir das Phänomen einer Implosion der Suburbanisierung. Ja. Also die Suburbanisierung hat sich in den letzten 6, 7 Jahren halbiert. Also wir sind auf weniger als 50% herunter vom Stand, den wir noch in der Phase davor hatten. Ja. Wie definiert man die Suburbanisierung? Also wie kann man das so genau in Zahlen fassen? Wo fängt das Suburbane an und wie? Das ist einfach der Nettoverlust an Bevölkerung ins leere Umland. Also, Speckgürtel. Genau, in den sogenannten Speckgürtel, ja. Jetzt könnte man über das sozusagen eine gesonderte Diskussion abführen. Auf was ich nur hinaus will, ist, dass hier ein absolut nicht zu übersehender Trend zu urbanen Strukturen natürlich auch dahinter steckt, ja, der klarerweise weltweit existiert, ja, aber der klarerweise auch bei uns existiert. Und insofern denke ich mir, es ist einfach nutzlos, sich den ganzen Tag wechselseitig zu erzählen, dass die Österreicher und damit auch die Wiener nichts mehr wollen als ein freistehendes Einfamilienhaus. Es mag sein, dass im Hinterkopf der ein oder andere das will, aber wir sind gefordert, in der Stadt andere Lösungen anzubieten. Ja. Und da ist eben für mich der Begriff der Diversität ein zentraler. Ja. So wie wir in der Gesellschaft, in der Bevölkerung eine Stadt von der Verschiedenartigkeit lebt, so lebt sie das natürlich auch von den baulichen Strukturen. Und ja, würde es mal dabei belassen wollen. Da hast du eine Menge Sachen gesagt. Einerseits, ich stamme aus einer vertriebenen Familie, die 38 von Wien irgendwo in der Welt vertrieben wurde. Das heißt, mein Bezug zur österreichischen Kultur war der Bezug von gezwungenen Auswanderern, die das Paradies im Kopf hatten. Und so wurde ich erzogen. Und plötzlich entdeckte ich ein anderes Wien. Ein Wien, wo ich mir dachte, die neue Welt könnte einen Beitrag leisten. Das heißt, dieser Bezug zu einer gewissen Intelligenz, die vertrieben wurde, der hat andererseits Netzwerke auf der ganzen Welt gesetzt. Ich stamme aus so einem Netzwerk, weil der Bezug zu Wien immer da war. Aber nicht zur musealen Stadt, nicht zu dieser Stadt, die mit der Gründerzeit und mit Schönbrunn und Belvedere und Ringstraße und so weiter die Geschichte als fertig geschrieben sah, sondern indem ich mir bewusst bin, dass jede Zeit ein Signal lassen muss. Jede Zeit hat ein Recht zu sagen, hier bin ich. Das bedeutet, dass diese Vielschichtigkeit, von der wir reden, in gewissen Fällen auch andersartig Tradition und Geschichte interpretieren sollte. Es gibt sicher einen Punkt, und den können wir nicht ändern. Und das ist, der Mensch bleibt Mensch. Das heißt, der menschliche Maßstab, egal wie viele Prognosen gesagt werden, wenn wir nicht mehr zu Fuß gehen werden, unsere Beine kürzer werden und so weiter, egal wie viel davon stimmen sollte, gibt es einen Straßenraum, gibt es eine gewisse Nähe und Weite, die wir brauchen, um in Gesellschaft zu leben. Und ist unterschiedlich, wenn ich irgendwo in Transdanubien, zum Beispiel in unseren Wohnbonbon bin, oder in der Compact City oder in der Wirtschaftsuni. Gerade am Wochenende war ich wieder einmal bei unserem Projekt im 22. Bezirk. Alternative von der Stadt Wien erzeugt neue Siedlerbewegung zur Blauen Lagune, zu den 3.000, 3.500 Familien, die im Jahr Wien verlassen, weil unser Speckgürtel billiger ist. Und das ist ein Versuch, ein anderes Angebot für Einfamilienhäuser mit einer andersartigen Urbanität und einer neuen Dichte zu erzeugen, die nicht die Monoblocks der Nachkriegszeit sein sollen. Und es ist hochinteressant, wie hungrig die Menschen sind, das zu bekommen. Sie haben sich das verselbstständigt. Sie stellen ihre Pools, sie stellen ihre Basketringe, sie besetzen SWW-Bereiche, haben ihre Gemüsegärten, gehen zur Stadt Wien und sagen,
wir wollen. Das heißt, die Gesellschaft erwartet ein bisschen mehr von uns als das, was wir ihnen geben. Nur man hört nicht zu sehr auf Architekten. Nur da möchte ich einhaken, weil gerade das Modell der neuen Siedlerbewegung, ich sage das jetzt losgelöst von einzelnen städtebaulichen Übersetzungen, ist in meinen Augen natürlich nicht das Modell der Zukunft. Für Wien, ich würde sagen, nicht einmal partiell, also vielleicht in einigen Nischen, aber nicht breitbandiger. Das Interessante, aber was du ja auch angesprochen hast, und ich glaube, das muss man für andere Strukturen übersetzen, wie man mit dem Wunsch und dem Bedürfnis einer modernen Bevölkerung nach Selbstaneignung umgehen kann. Und das, ich kann mich erinnern, ich habe mein Interview gesehen mit dem Kollegen Grischanitz zum Pilotenweg. Und da ist er irgendwie gefragt worden, wie er damit umgeht, dass die Bewohner ja relativ rasch beginnen, das Haus zu überformen. Und er hat dann gesagt, das regt ihn überhaupt nicht auf, weil im Prinzip natürlich auch jeder Reihenhausmieter im Prinzip ein verkappter Häuselbauer ist und der erste Weg ihn halt in den Baumarkt führt und dass er die Baumaschinen kauft und halt irgendwie anfängt, sich dieses Objekt anzueignen. Und ich denke mir, wenn ich vorher von Diversität gesprochen habe, dann brauchen wir natürlich auch Strukturen und Möglichkeiten, um auch in verdichteten Wohnformen Raum für diese Selbstaneignungsprozesse zu geben. Und ich glaube, da sind der Kreativität noch bei Weitem keine Grenzen gesetzt. Ich muss dich da unterbrechen und ich bin nicht einverstanden. Und wieso gibt es in Wien so ein wunderschönes Modell wie die kleinen Gartensiedlungen, die nach wie vor existieren und dich durch eine Gesetzänderung verdichteter bleiben können als grüne Lungen in der Stadt? Wieso müssen grüne Lungen immer öffentlich sein? Müssen sie nicht, aber gerade natürlich das Kleingartenwesen schmerzt mich sehr, wenn ich dort auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, weil aus dem begreiflichen Wunsch sozusagen der 90er Jahre, wo ja dann auch die Idee der neuen Siedlerbewegung entwickelt wurde, man sozusagen versucht hat, hier einfach kostengünstigen Wohnraum zu ermöglichen. Ja, das hat man. Das ist mal besser gelungen, mal schlechter gelungen. Im Endeffekt habe ich halt das Gefühl, es ist eine Lösung, die vermutlich beide Seiten nicht völlig glücklich macht. Es sind die Freiräume in den meisten Fällen derartig reduziert, dass sie nicht mehr sinnvoll nutzbar sind, auch privat nicht wirklich sinnvoll nutzbar sind. Und von öffentlicher Nutzung keine Rede natürlich. Sind das nicht eigentlich gated communities, wenn man polemisch wäre? Also die Frage, es macht doch schon einen großen Unterschied, ob Grünräume öffentlich zugänglich sind oder ob man zufällig Zugang zu seinem gated Schrebergarten hat. Also ich stamme aus einer 18-Millionen-Stadt und ich finde es sehr angenehm, dass man in Buenos Aires sehr hoch leben kann, sehr niedrig leben kann und alles, was dazwischen sich bewegt. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht eine Tabula rasa der Dichte und der Höhen wiegen plötzlich vorschreiben möchten, sondern dass wir ganz, ganz unterschiedliche Lebensformen eigentlich radikalisieren. Und dazu gehört auch, wenn eine Familie sich leisten möchte, ein kleines Häuslein mit Garten, das es auch in Wien findet. Denn sonst wird der Speckgürtel größer und größer und größer. Und wenn hoch, dann wirklich hoch. Ja, das ist nochmal die Grundsatzfrage, die jetzt auch nochmal sozusagen zusammenfassend die ersten paar Statements fragen wollte. Sagen davon ausgehend, Wien wächst, das wissen wir alle, das ist auch, wird auch in nächster Zeit weiter prognostiziert. Sozusagen, es ist ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll, die Zersiedelung einzudämmen, sind wir uns wahrscheinlich auch alle einig am Podium. Die Frage, die jetzt eben auch angeklungen ist, ist wirklich sozusagen die Dichte, also die sozusagen die auch die Nachverdichtung der Gründerzeit oder von mir aus auch das Nicht-Gründerzeitliche und eben das, wenn es keine Formen mehr gibt wie neue Siedlerbewegungen und geringere Dichte, schafft man es damit wirklich, die Suburbanisierung zu stoppen? Oder kann man auch zynisch sein und sagen, der ökonomische Druck ist so hoch, dass die Leute überall wohnen müssen? Anfang der 90er Jahre, als wir merkten, es gibt eigentlich nur ein Instrumentarium, um Wohnbau zu erzeugen, aber es gibt kein Instrumentarium, um Stadt zu erzeugen, haben wir das Konzept entwickelt, Wohnen und Arbeiten zusammenzubringen und anhand der Homeworker versucht, die Gesellschaft wieder zu vernetzen.
weil es ist absurd, über Stadt zu reden, aber eigentlich nur Wohnungen zu bauen. Und das Problem haben wir immer noch. Mit der Compact City haben wir versucht, mit Wirtschaftsförderungsfonds, mit Bauträgern, mit Verbrauchermarkt, also die freie Wirtschaft, die Wirtschaftskammer und viele, viele Organisationen, die dazu kamen. Wir als Architekten eine Vision durch dieses Pilotprojekt zu erzeugen. Das heißt, Architekt wird aktiv und fängt an zu vernetzen. In dieser Vernetzung wurde ein Pilotprojekt erzeugt, um Betriebshöfe dann in allen Bezirken von Wien zu erzeugen. Natürlich war es sehr kompliziert, dass der Wirtschaftsförderungsfonds mit dem Wohnbauförderungsfonds, mit Bauträgern, mit Banken, mit Verbrauchermärkten und so weiter zusammenarbeiten. Und es wäre doch wünschenswert, dass das forciert wird. Denn wie gesagt, über Staat zu reden in der Theorie, wenn wir dann den Markt nicht so vernetzen, dass nicht nur die Multikultur, sondern die Multifunktion als Alternative zur Zersiedelung entsteht, wird nicht funktionieren. Leider, damit solche Modelle funktionieren, sollte man statt Callcenters Hausmeister wieder installieren, damit der Bezug für die Gesellschaftsbildung auch reale Menschen bekommt. Und das sind alles Themen, die wir eigentlich ernst nehmen sollten. Denn sonst ist es Theorie, worüber wir reden. Das heißt, es geht auch um eine soziale Verwaltung, in Anführungszeichen, von Dichte. Auf jeden Fall. Soziales Engineering von Dichte. Ich wollte nur noch einmal die Dimension auch bewusst machen. Natürlich bemerken wir derzeit auch in der Gründerzeit eine relevante Nachverdichtung. Das Erstaunliche dabei ist nur, dass die zum einen vom Markt nicht nur angeboten wird, sondern auch intensiv nachgefragt wird. Also ich glaube nicht nur von Leuten, die sich einfach nichts anderes leisten können, sondern die ganz bewusst die Vorteile der dichten, kompakten Stadt schätzen. Ja. Das Spannende aber für mich ist ja tatsächlich die Frage, und sozusagen, da kann ich dich beruhigen, also in meinem Kopf existiert jetzt nicht ein idealisiertes Dichte-Modell, das als Brei quasi über Wien ausgegossen wird, aber man muss sich das einfach vergegenwärtigen. Wenn ich mir das Wien der Nachkriegszeit anschaue, und das kann jetzt sozusagen sehr weit in die Gegenwart reichen, dann haben wir dort Dichten, die in etwa bei 50% der gründerzeitlichen Dichte liegen. Ja. Und wir wundern uns dann, warum diese Dichte zu einem hohen Anteil autoorientiert in der Mobilität abgewickelt wird, warum dort weder der Handel noch die Dienstleistungen noch kulturelle Einrichtungen funktionieren. In meinen Augen hat das ganz stark natürlich damit zu tun, dass die Intensität, die für das Zustandekommen derartiger Einrichtungen erforderlich ist, schlichtweg nicht gegeben ist. Und insofern ist es eine kreative Herausforderung für Architekten, für Stadtplanerinnen, Lösungen zu finden, wie wir nicht die Stadt fertig bauen, das wäre ein völlig falscher Begriff, Stadt wird nicht fertig gebaut, sondern wie wir hier einfach sinnvoll diese Strukturen der Nachkriegsstadt weiterentwickeln können. Ja, ich halte das für eine riesenspannende Herausforderung, weil das natürlich auch ein zentral soziales Thema ist. Dort wohnen Menschen mit ihren Ansprüchen, mit ihren Gewohnheiten. Da ist ein Umgang zu finden, da sind Lösungen anzubieten, die diese Veränderungen in ihrem Umfeld, sagen wir Deutsch, Nachverdichtung dazu, auch für sie sinnvoll akzeptabel machen. Aber das Thema an sich müssen wir umgehen. Ja? Und nicht nur aus ökologischer Sicht, also Sie haben das Argument gebracht, das ist klarerweise ein zentrales Argument, aber einfach auch, damit diese Stadtteile besser ins Funktionieren kommen, damit eben genau die von dir zu Recht angesprochene Zentralisierung in Wien, wobei ich vermute, dass der Stephansplatz noch eine größere Zentralität aufweist als der Rathausplatz, aber dass auch Subzentren eine Chance haben zu funktionieren. Das ist in meinen Augen, also wenn wir zum Beispiel von Aspern sprechen, weil das vorher angezogen wurde, ich sage das sehr, sehr locker flockig. Ob dort jetzt der städtebauliche Grid jetzt diesen kartoffelförmigen Ring aufweist oder nicht, darüber kann man nächtelang diskutieren. Ich halte das nicht für die zentrale Frage. Ob aber sozusagen die U2, die wir dort in wenigen Wochen eröffnen werden,
eher Segen oder eher Fluch ist, über das kann man sehr wohl diskutieren. Ja? Weil natürlich alle Einrichtungen von Zentralität, die ich dort unterbringen will, dann damit konkurrieren müssen, dass ich in 20 Minuten oder in 25 Minuten im ersten Bezirk oder im siebten Bezirk bin. Also, es ist erfrischend, dass du eine neue Rolle hast und nicht mehr bei der 18er vielleicht im Hintergrund bist, sondern aktiver wirst. Ich glaube, ich bin eine aktive Architektin, ich warte nicht. Und wenn ich dabei noch bin, die Gesellschaft braucht mich, dann suche ich einen Weg. Leider habe ich viel zu oft bei der öffentlichen Hand hören müssen. Man muss ja sehen, was die Bauträger machen wollen. Dann habe ich bei den Bauträgern immer wieder gehört. Man muss ja sehen, was die Generalunternehmer machen wollen. Und mittlerweile frage ich mich, wieso. Die Baufirmen bauen, was man bei ihnen vergibt. Das heißt, man zahlt für eine Leistung. Und es ist absurd, als Bauträger zu denken, ich muss schauen, was die Baufirma mir gibt für das Geld, was ich habe. Die Stadt hat den Schlüssel für jede Veränderung durch die Widmung. Mach es dichter und verlang mir dafür. So einfach ist das. Genau das werden wir tun. Konkret zum Thema, das Sie angesprochen haben, der Nachkriegsstadtteile, falls man sagen kann, es gibt ganze Stadtteile oder Gegenden. Gibt es da konkret Pläne? Also kann man das konkretisieren? Welche Gegenden und welche Maßnahmen? Also es ist ja nicht ganz verborgen, dass wir zurzeit einen neuen Stadtentwicklungsplan arbeiten. Und eines, also abgesehen davon, dass neben einer fachlichen Konzeption, die auch politisch zu diskutieren ist, und das ist noch nicht passiert, also insofern noch alle Relativierung in dieser Welt, aber es ist völlig klar, dass wir natürlich so in geringstmöglichem Umfang eine Erweiterung in Richtung grüner Wiese wollen, nicht zuletzt auch aufgrund ökonomischer Fragestellungen, weil wir uns das einfach nicht leisten können, sondern in höchstmöglichem Umfang versuchen wollen, innerhalb der existierenden Gebietskulisse diese Stadt weiterzuentwickeln. Und da sind natürlich die Strukturen von zentraler Bedeutung. Und ich habe es eh schon vorher gesagt, da haben wir nicht in erster Linie die gründerzeitliche Stadt im Fokus. Bei der gründerzeitlichen Stadt geht es in meinen Augen auch ganz stark darum, wie wir mit Ersatzobjekten umgehen. Wir haben nicht überall die tolle Baustruktur, die wir glauben, dass wir haben. Ja. Also von der baulichen Qualität her meine ich jetzt. Ja. Sondern ich rede ganz stark von den Massenproduktionen der 50er, 60er, 70er Jahre. Und ich muss jetzt keine Bezirke nennen. Jeder weiß, dass, wo diese Dinge stehen. Also auch von den Großsiedlungen. Insbesondere von den Großsiedlungen, die schwere infrastrukturelle, aber auch soziale Defizite aufweisen und bildlich gesprochen, jetzt kann sich ja jeder vorstellen, ich habe irgendwo ein Straßenquadrat oder Rechteck, da sind drei Scheiben, stehen dort diagonal drinnen, der Wind pfeift durch, die Grünfläche ist zwar numerisch relativ groß, benutzbar ist sie überhaupt nicht, dass hier mit einigermaßen Kreativität eine bessere städtebauliche Situation erzeugbar ist, ist naheliegend. Die für mich spannendere Frage ist aber nicht nur, wie man das gestalterisch löst. Ich glaube, da gibt es genügend kreative Leute, die Ideen haben dafür. Sondern die relevante Frage ist, wie man den sozialen Prozess organisiert, sodass er auch politisch real umsetzbar ist. Weil das hatte doch, nehme ich an, gute Gründe, warum es in den letzten Jahren nicht geschehen ist. Es ist ja aktuell auch in anderen Städten, in Berlin zum Beispiel, wird es ja quasi zum IBA-Thema eventuell, die Nachverdichtung der Großwohnsiedlungen. Eine Frage dazu ist aber natürlich, die sofort auftaucht, auch die Frage, wieso es bisher nicht passiert, könnte man auch sagen, hat es mit einem Fokus und mit dieser Zentralität zu tun in Wien, also würde ich schon noch gern diskutieren, wieso ist da nichts passiert. Und die andere Frage, die man bei Dichte oder bei Nachverdichten immer stellen muss, für wem nützt sie? Also sagen, was sagen da die Alteingesessenen und die Neuen, die dazukommen, also zu welchem Vorteil und mit welchen Argumenten kann man da auch die unterschiedlichen Zeitabschnitte mit an Bord nehmen an Bewohnerinnen? Wir hatten das Glück, viele Masterpläne für Wien zu entwickeln. Einige blieben Papier, andere wurden Realität. Im Falle von Stadtlau haben wir Neustadtlau als Vision
für die Erzeugung von PPPs entwickelt, wo wir lange ganz unterschiedliche Lebensmodelle untersucht haben und auch Varianten präsentiert haben, gesagt haben, liebe Stadt, liebe Banken, liebe Developer, was wollt ihr tragen? Weil es ganz klar war, denn dass wir als Architekten nicht definieren können, wo der Mehrwert liegt. Damit will ich sagen, Dichte ist okay, wenn die Lebensform des Stadtmodells schlüssig realisiert wird. Wir sind aber nicht naiv, denn ich bin seit 30 Jahren im Beruf. Das heißt, egal was mir die Bank sagt, egal was mir die Stadt sagt, egal was mir die Bauträger sagen, ich glaube ihnen nicht. Denn sobald ich als Architektin das schöne Rendering und den schönen Plan geliefert habe und die Widmung ist da, bin ich nutzlos geworden. Und da kommt der Nächste, der vielleicht nur Quadratmeter machen möchte. Das heißt, wir haben sozusagen eine Widmung getrickst, die extrem vielen Entwicklungsmöglichkeiten zugelassen hat, natürlich in Abstimmung mit unseren Auftraggebern. Das nennt sich Strukturgebiete. Strukturgebiete sind extrem schwierig, die kann man nicht so schnell beherrschen, weil sie Freiheiten zulassen sollen. Neustadt-Lau wurde ausgewechselt von Banken und Bauträgern, Realisierer und Verbraucher und Pflegeheimbetreiber und Studentenheimbetreiber und alles Mögliche in der ersten Phase jetzt realisiert, wo unsere Gummiwidmung immer wieder ganz neue Stadtmodelle zulassen musste. Damit will ich sagen, sie haben viel zu wenig Architekten als Stadt. Es gibt viele Architekten und wenn die Architekten nicht von vornherein mitdenken und ihnen dieses Instrumentarium geben, dann bleibt es nur bunt und flach und gewidmet und gesichert. Ich würde auf die Frage noch einmal eingehen. Also was ich für total interessant halte, ist einfach gedanklich das bewährte Modell der sanften Stadterneuerung in Wien auf diese Fragestellungen zu übertragen. Also auf die Großsiedlungen. Genau. Weil sozusagen, was ist denn der Sukkus der sanften Stadterneuerung gewesen, dass man eben nicht in erster Linie jetzt mit einer baulichen Tabula Rasa Strategie an die Sache herangegangen ist, sondern genau mit Architektinnen und Architekten, aber mit einem sozial empathischen Ansatz sich einmal die Frage gestellt hat, was sind eigentlich die Defizite und die Ansprüche vor Ort? Und sozusagen aus dieser Logik heraus dann eine Entwicklungsstrategie abgeleitet hat. Mit Vision. Mit Vision. Und diese Entwicklungsstrategien sind individuell für die Gebiete jetzt zu entwickeln, für Teilgebiete. Da kann ich nicht mit einer Masche und einer Maschine drüber gehen. Ich glaube halt generell, dass wir Veränderung positiver besetzen müssen. Also jetzt erkläre ich sozusagen eine Stufe zu einer weiteren Metaebene, Entschuldigung dafür. Aber das ist natürlich schon, ich würde jetzt gar nicht, was also die Diskussionen, wie was mir auf der Zunge liegen würde, Intercont, eine halbe Stadt kämpft dafür, dass der Hallmarkt so bleibt, wie er ist. Ich sage, man muss sich das, man muss sich das einmal vorstellen. Ich sage das einfach, ja, also jeder, der zum Konzerthaus geht, soll einfach die 20 Meter beim Eingang weitergehen und sich anschauen, wie dort die Plankenwand angetübelt ist, ja. Und soll sich vorstellen, das würde jemand neu machen wollen, ja, der würde vermutlich mit Peitschen aus der Stadt getrieben werden. Ich würde es gar nicht weiter vertiefen, ja, sondern dahinter steht für mich die Frage, wie kann ich grundsätzlich einen qualifizierteren, positiveren Umgang mit Veränderung schaffen, ja. Es ist schon klar, also ich würde auch sagen, Naivität ist nicht notwendig. Veränderung muss nicht immer positiv sein. Also da braucht es natürlich irgendwie einen realistischen Blick auf Augenhöhe. Aber eine grundsätzlich veränderungsaverse Haltung, und das ist schon so etwas wie eine noch manches Mal vorhandene Wiener Eigenheit, im Zweifelsfall tue ich mich nur immer lieber mit der suboptimalen Situation durchgefretten, die mir bekannt ist, als sozusagen das Risiko einer Veränderung gehen. Ja. Also Veränderung primär als Risiko und weniger als Chance begreifen. Und ich denke, wenn wir jetzt über Nachverdichtungen reden, dann sind wir, und ich sage jetzt Expertinnen und Experten, weil es sind ja nicht nur Architektinnen und Architekten, einfach in unserer Kreativität gefordert, auch hier eine Chancensichtweise einzubringen. Ja. Natürlich gibt es eine Risikosichtweise. Es gibt den uninspirierten Architekten, es gibt den uninspirierten Bauträger, der hier einfach Kubatur maximieren will. Das gibt's und das wird leider auch stattfinden. Also das
wird man nicht komplett verhindern können, ja. Aber es gibt hier natürlich auch andere Szenarien, andere Visionen und die gilt es auch zu entwickeln, plastisch darzustellen. Und ich weiß nicht, wer die Medien in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, wir stehen ja vor einer neuerlichen Novelle der Bauordnung, die dieses Mal auch den Raumordnungsteil umfasst. Also ist noch lange nicht beschlossen, aber es wird jetzt einmal intern diskutiert, wo unter anderem jetzt das Instrument der städtebaulichen Verträge vorgesehen ist. Also gibt jetzt leider kein Holz, wo ich draufklopfen könnte. Also ich hoffe, dass das jedenfalls so beschlossen wird, weil wir zum Beispiel genau damit die Möglichkeit haben, viel feinziselierter Lösungen auch zu vereinbaren und sozusagen damit genau dieses Schlupfloch schließen. Als Bauträger, ich suche mir eine Architektin oder einen Architekten, ich entwickle ein tolles Rendering, ich generiere die, oder ich komme zu einer Widmung und realisiere dann innerhalb dieser Widmung ein komplett anderes Projekt. Ja. Das kann natürlich mit so einem Instrument erheblich besser verhindern. Vielleicht noch ein kurzes Wort, ich weiß nicht, ob allen klar ist, städtebauliche Verträge, was das Wesen der städtebaulichen Verträge ist. Ja, also ich versuche das jetzt ganz kurz zu halten, weil da könnte man einen ganz langen Exkurs drüber haben. Kurz bitte. Kurzen, also ich versuche sehr kompakt zu bleiben. Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung, wie natürlich auch Baubescheide, spielen sich im öffentlichen Recht ab, also insofern Verordnungen und Bescheide. Das spielt sich, was die Verordnungen anlangt, klarerweise auf einer generellen Ebene ab. Ja. In der Realität ist es aber so, wir haben Wettbewerbe, es werden Projekte entwickelt und es stellt sich die Frage, wie ich jetzt diese Qualitäten auch verbindlich vereinbaren kann. Und der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan ist dafür schlichtweg nicht geeignet, das kann er einfach nicht. Ja. Und ein städtebaulicher Vertrag, und die Feinheit ist eben hier, dass das Aufeinandertreffen jetzt von Vertrag, Klammer auf, Privatrecht mit Verordnung, Klammer auf, öffentlichem Recht, also dass hier die Möglichkeit für eine Verknüpfung geschaffen wird, wo ich einen Bauwerber und Interessenten konkret, also wo ich als Stadt einfach konkrete Leistungen vereinbaren kann. Was kann man sich darunter vorstellen? Das können Qualitäten sein, bis zu einer Fassadenqualität, ja, also das können Detailfragen eines baulichen Projektes sein. Das können aber auch Leistungen sein, die ein Bauträger übernimmt, also sieht, dass er einen Steg errichtet, dass er eine Brücke errichtet, also sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das können aber klarerweise auch terminliche Qualitäten sein, ja. Weil sehr oft für die Stadt, wir errichten die Infrastruktur und dann liegt das Plandokument gut ab, das ist auch nicht in unserem Interesse. Hier gibt es einfach nur mehr weitergehende Möglichkeiten und warum das lange was sehr schwierig betrachtet war, war eben genau diese Verknüpfung von öffentlichem Recht mit privatem Recht. Ja. Die Deutschen haben es schon lange vorgehüpft, da gibt es das, also ist das lange Tradition. In München zum Beispiel auch. Ja, die Frage der Verknüpfung komplexer Strukturen, das ist ja vorher schon angeklungen, wie viel da auch über die reine Wohnbautätigkeit und über die Bauträger hinaus zusammenarbeiten muss und zusammenkommen muss, wo auch Architekten, Architektinnen dann Arbeit machen, die wahrscheinlich unbezahlt ist, weil es sozusagen nicht in der Description steht. Und gerade jetzt auch beim Nachverdichten, zum Beispiel der Großwohnsiedlung, dann ist die Frage, wie entkommt man da dem Monofunktionalen? Also sozusagen da jetzt noch mehr Wohnen reinzubauen, wird ja nicht wirklich diese Qualität, den Qualitätssprung bringen, den man sich wünscht. Oder ist das überhaupt zu bewerkstelligen? Ja, so wird es hoffentlich auch nicht sein. Zum einen natürlich eine Mischung mit anderen Nutzungen, zum anderen aber durchaus auch eine gewünschte soziale Mischung. Ja. Ich denke jetzt nur darüber nach, wenn ich dort Dachgeschosse ausbaue. Ja. Ich hätte kein Problem damit, dort auch höherpreisiges Wohnen anzubieten. Das ist ja, denke ich, einer der Vorteile Wiens, dass es praktisch keine oder ganz wenig Gebiete gibt, wo Leute, wenn sie jetzt einen besseren wirtschaftlichen Status erreichen, sagen, dort kann ich nicht wohnen, das ist keine Adresse für mich. Also das gibt es ja in Wien praktisch nicht. Hier kann ich zu einer besseren Durchmischung kommen innerhalb des Wohnens. Ja. Das Zweite ist natürlich eine Mischung innerhalb der Funktion. Das ist völlig logisch, weil was ist das größte Problem dieser Anlagen? Dass sie eben tatsächlich reine Wohnmonostrukturen sind und wenn ich hier ja, vom Einkaufen über Lokale, über Büroinfrastrukturen, Gewerbeinfrastrukturen, wenn ich es so durchmische, dann hat es klarerweise eine bessere Chance, dass er funktioniert.
Ist aber in der Praxis schwierig durchzuführen, glaube ich, wie Laura schon angedeutet hat. Ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben, das mit der unbezahlten Architektenarbeit. Ich bin hängen geblieben. Ich wollte kein Trauma auslösen jetzt. Nein, nein. Ich glaube, wenn wir als Berufsbild Architekt ist derjenige, der Ziegel übereinander planen soll, dann lassen wir das Gespräch gleich. Also die heutige Zeit braucht was ganz anderes von uns. Wir müssen mitdenken, mitkonzipieren und wir müssen in allen möglichen Rollen einsteigen. Natürlich habe ich jahrelang auf Joy Venture gearbeitet, weil ich was zu sagen hatte. Nur das ist in jedem Beruf so. Also in jedem Beruf dieser Erde gibt es eine gewisse Zeit, wo man investiert, bis man eine gewisse Anerkennung bekommen hat. Und man kann nicht warten, dass man von vornherein diese Entwicklung eines Firmenprofils bezahlt bekommt. So ist es hier und auf der ganzen Welt. Damit will ich sagen, wir müssen unser Berufsbild ändern. Wir müssen entscheiden, ob wir aktiv bei der Mitgestaltung unserer Gesellschaft arbeiten möchten. Ich bin überzeugt, dass eines der Ziele unseres Berufes die Qualifizierung unserer Umwelt ist und andererseits das, was wir produzieren, gesellschaftsbildend ist. Sobald ich diese zwei Faktoren anerkenne, muss ich das manchmal tun, was die Gesellschaft oder Teile der Gesellschaft von mir erwarten und nicht, was ich gerne machen möchte. Also da sollte ich meinen Nabel zur Seite setzen und diese soziale, kulturelle Dienstleistung ernst nehmen. Im Falle von Campus WU haben wir das Glück gehabt, durch den Wettbewerbserfolg einen Masterplan der exquisiten Art entwickeln zu können. Bevor die Superstars als Architekten kamen, waren über hunderte Spezialisten in diesem Modell, was ich entwickelt hatte, weil ich an integrale Planung glaube. Und heute sage ich, der Campus WU ist für mich eine holistische Geschichte geworden. Ist entstanden, weil es eine Vision von uns gab. Niemand hat das von uns verlangt. Es gab keine Honorarregelung diesbezüglich, sondern wir haben das was angeboten und es ist gut angekommen und es wurde beauftragt. Deswegen das mit der Gratisarbeit. Okay. Aber WU ist ein gutes Stichwort, nämlich nochmal meine Frage von vorher, was passiert mit denen, die schon da sind und wie verbindet sich das mit den Neuen, die durch mehr Dichte hinzukommen? Das heißt, der Sturviertel und Umgebung, Prater, wird ja ordentlich verdichtet durch die Massen, die da jeden Tag reinkommen. Deswegen hat die Masterplanung Sicherheitsexperten, Jugendexperten, Prostitutionsthemen und alles Mögliche mit untersucht und eines der Sachen, die von der Masterplanung von der Stadt Wien dann aufgenommen wurde, war, ich wollte einen Gesprächspartner, einen einzigen von der Stadt Wien, um bei dieser ganzen Entwicklung als Kontrapart in Dialog treten zu können. Und die Stadt Wien hat uns nicht 10, 20, 100 verschiedene Magistratsabteilungen gegeben, sondern einen Koordinator. Und mit diesem Koordinator konnte ich arbeiten. Und so haben wir die Umfeldplanung entwickelt, die Gebietsbetreuung kam dazu. Das heißt, Schlüsselfiguren, die miteinander vernetzt sind und immer weiter vernetzen, um der Bevölkerung zu zeigen, was für eine Mehrwertentwicklung bekommt. Man kann das nicht vorschreiben, man muss Überzeugungsarbeit leisten auf viele, viele Ebenen. Es hat auch keine wirklichen Widerstände gegeben? Wir arbeiten als BOA an der Kommunikation seit 2008 und sind überzeugt, dass Transparenz das Nonplusultra ist, ja.
Nochmal zur Frage der Instrumente, die die Stadt auch hat. Es ist schon angeklungen, natürlich das Beispiel Interkontinent ist gerade das heißeste, aber es geht ja grundsätzlich um das Problem, dass Dichte auch immer ein ökonomisches Argument ist. Also wer ist an Dichte interessiert? Sozusagen ist es die Stadt, die sagt, das ist ökologisch, atmosphärisch, wirtschaftlich, also es ist dem Gemeinwohl zuträglich, wenn wir dichter werden, oder gibt es einen Druck, sozusagen, oder gibt auch Investoren, die sich sehr freuen, dass der Trend jetzt zur Dichte geht. Das heißt, wie kann man das steuern und hat die Stadt die richtigen Instrumente oder würden Sie sich da noch mehr wünschen? Also erstens bin ich unersättlich, ich wünsche mir immer mehr, nur da liegt es, wie die Laura gesagt hat, auch an der eigenen Kreativität, Ideen, überzeugende Ideen zu liefern für Instrumente und dann wird man das, denke ich, auch schaffen. Ja. Sie haben was Wichtiges angesprochen, ja. Also ich kann das ja schon nicht mehr hören, weil mir das einfach bei weitem zu banal ist. Also dieses Ammenmärchen, da gibt es den bösen Investor, der will die hohe Dichte und dann gibt es irgendwie die Stadt, die zu blöd ist, sich zu erwehren und dann gibt es halt eine Dichte. Ja, natürlich gibt es Investoren, die gut mit Dichte verdienen, das ist ja völlig logisch. Aber es ist auch die verdammte Pflicht und Schuldigkeit einer Stadt, einer Stadtverwaltung, dafür Sorge zu tragen, dass städtische Potenziale sinnvoll, also die Betonung ist mir wichtig, sinnvoll genutzt werden. Dichte ist natürlich nichts, was ich ad infinitum maximieren sollte, das ist eh logisch, ja. Aber es ist genauso im Interesse der öffentlichen Hand und der Stadt, dass städtische Potenziale eben tatsächlich sinnvoll genutzt werden. Und jetzt zur Frage, wo liegt diese Sinnhaftigkeit? Da kommt man dann oft auf erstaunliche Dinge drauf, nämlich jetzt gründerzeitliche Strukturen mit Geschossflächendichte von 4 in etwa. Im Neubau gehen wir in meinen Augen, also jedenfalls an der Peripherie, ganz selten über 2 hinaus. Und das wird dann schon oft als dicht empfunden. In der Innenstadterweiterung ist aber schon mehr, oder? Ja, aber bei Weitem natürlich auch nicht die 4. Hat auch seine guten Gründe im Übrigen. Mit Höhenbegrenzung. Ja. Und sobald du Höhenbegrenzung hast, fangen die Probleme an. Auf was ich nur hinaus wollte, ist, da hat mir zum Beispiel ein Investor glasklar vorgerechnet, der hat gesagt, ich verzichte auf die Dichte. Wenn ich auf dem Gebiet etwas dichtere Einfamilienhausstrukturen realisieren kann und den Preis in Rechnung stelle, den ich dafür erlösen kann, und wenn ich dazu in Rechnung stelle, die gesamte Komplexität, die ich mir erspare, mit einer kompakteren, dichteren Bebauung, dann wäre mir das Liebste, einfach im Sinne des Geldverdienens. Und da gibt es aber natürlich klar ein dem zuwiderlaufendes Interesse der Stadt. Also ich rufe einfach dazu auf, sich dieser Komplexität zu stellen. Ja, also es ist bei Weitem nicht so, wie vorher plakativ dargestellt, der eine will die hohe Dichte und der andere ist nicht imstande, sich dagegen zu erwehren, sondern gute Strukturen entstehen da, wo sowohl die Stadt als auch der Investor, der Bauträger eine sinnvolle Vereinbarung über ein optimales Maß an Dichte finden. Ja. Solange es monokulturell und monofunktional bleibt, ist jedes Stadtmodell, egal wie dicht es ist, schlecht. Die Frage aber, die jetzt gerade noch angeklungen ist, ist die der Höhe. Die ist natürlich schon auch interessant bei der Dichte. Es hat ja damals angeblich der Ronald Reiner zum Harry Glück gesagt bei Alt-Erla, er wird die gleiche Anzahl an Wohnungen und die gleiche Fläche im verdichteten Flachbau auf derselben Grundfläche unterbringen. Sozusagen, man braucht gar nicht in die Höhe zu gehen. Wie sind die Ansichten zur Höhe und Fläche? Ich glaube, das haben wir schon beide beantwortet. Ich finde beides sowohl als auch richtig in einer Großstadt. Und wenn Wien bis 2050 so viel wachsen sollen, dann wäre es schön, dass unterschiedliche Lebensmodelle hier zu finden wären. Also ich sage, Hochhäuser sozusagen jetzt als Statussymbole sind einfach Ausdruck einer tiefen Provinzialität, wenn sie nicht mehr sind. Ja. Überhaupt keine Hochhäuser haben zu wollen, weil wir ein Wiener Höhenmodell haben, ist zumindest genauso provinziell. Ja. Und insofern habe ich dort eine relativ offene Sichtweise gegenüber Höhenentwicklungen. Die entscheidende Frage für mich ist einfach, bringen Sie wirklich einen städtebaulichen Mehrwert? Machen Sie dort Sinn? Das klingt jetzt auch wieder mega abstrakt, sondern was retten die daher? Das muss ich mir einfach vor Ort ansehen. Ja.
Aber sozusagen diese fetischhafte Diskussion, die sich natürlich auch in vielen Regelungen widerspiegelt. Also ich sage nur, wir tun jetzt, stehen wir davor, die Wiener Hochhausleitlinien zu überarbeiten, aus gutem Grund. Also ich finde die bestehenden durchaus gut, aber sie bedürfen eine Überarbeitung. Kleines Beispiel. Dort wird ganz stark, klarerweise Hochhausrichtlinien, eben auf die Höhe abgestellt. Aus funktionaler Sicht ist es relativ egal, ob ich jetzt diese Kubatur aufstelle oder flachlege. Ich muss mit ihrem Stadtgefüge umgehen. Und es war jetzt vor rund einem oder zwei Jahren eine Diagonalsendung über den Architekten Günter Domenik. Und da ist über eines seiner prominenteren Bauvorhaben in Wien, nämlich das D-Center, gesprochen worden. Und zu meinem Erstaunen wurden einige Architektinnen und Architekten interviewt, die dann gemeint haben, ja, also das sei total toll, dass eben der Herr Domenik dort keine vertikale, sondern eine horizontale Struktur entwickelt hat und dass man nicht ständig in den Hochhausbereich gehen muss. Und sagen, ja, Glück auf, Herr Domenik, mit Nichten und Neffen. Das ist einfach ein sehr langes Hochhaus. Das hat halt haben gewisse Leute von der Dimension dann nicht mitbekommen. Ja. Ich glaube, ein bisschen würde ich behaupten, dass das Problem auch woanders liegt. Solange wir diese Hochhausdiskussion und Verdichtungsdiskussion ohne den Qualitäten der Altstadt führen, ich meine damit Stadtleben in Wien, Smart City und alles, was wir ja sind, hat ja mit einer gewissen Nähe, mit einem gewissen Angebot, mit gewissen Mobilitätsmöglichkeiten was zu tun, wo auch Klein- und Mittelbetriebe ein zeitgemäßes Zuhause haben sollten. Weil, wie gesagt, zum Unterschied zu vielen Städten reden wir ja in Wien nicht über die Wissensgesellschaft oder Dienstleistergesellschaft, sondern glauben nach wie vor an eine gesunde Durchmischung zwischen den Schuster und den kleinen Beißel und den Schanigarten und alles Mögliche. Und das vergessen wir dann, wenn wir plötzlich hoch werden, weit werden, rausgehen. Das ist schade. Ich sehe dort das Problem. Das heißt, die kleinteilige Dichte versus zur großmaßstäblichen Dichte. Also Stadtraum muss was können. Und leider, und damit müssen wir lernen umzugehen, sowohl er wie auch ich, ist der öffentliche Raum, der realisiert wird, privatisiert. Also die Piazza in Neustadt-Lau, was ich erwähnt habe, ist privatisiert. Es ist keine öffentliche Piazza. Es ist eine Piazza, wo man Investoren überzeugen musste und alle möglichen Leute überzeugen musste, man braucht einen Platz. Und das sind ganz andere Spielregeln. Also das ist sicher ein zentrales Problem, das du ansprichst. Ich wollte, also was eben auch mit den Finanzierungsspielregeln und Instrumenten zu tun hat, das ist ein klares Problem. Also dass Wien im öffentlichen Raum nicht aussieht wie Barcelona, das hat nicht nur mit Geschmacksfragen zu tun, sondern das hat insbesondere auch mit strukturellen Fragen im Hintergrund zu tun. Ich wollte aber auf ein anderes Stichwort von dir kurz noch einmal Bezug nehmen, nämlich die Frage der Mobilität. Ja, ich kann nicht naiv sein. Ich muss einfach sozusagen das Mobilitätssystem mitdenken. Und solange ich eine schrankenlose, durch Erdöl ermöglichte Mobilität habe, die im Endeffekt dazu führt, dass der Schuster ums Eck eine nostalgische Absonderlichkeit ist, die es halt noch so lange gibt, solange der meistens ältere Herr bereit ist, das zu tun, sterben natürlich derartige Strukturen klarerweise aus. Die gründerzeitliche Stadt ist ja und vorgründerzeitliche Stadt ohnehin unter komplett anderen Mobilitätsrahmenbedingungen entstanden. Darf man nicht vergessen, es war ja nicht eine Rahmenbedingung von Autos, mit denen ich mit einer Tankfüllung 1000 Vielleicht Kilometer fahren kann. Vielleicht war das Falsche. Ein guter Einwand. Ich denke mir bloß, da geht es natürlich um viel, viel tiefere Strukturwandelfragen als jetzt Fragen einer baulichen, architektonischen Gestaltung, sondern was determiniert dieses System? Ja, und da ist
sozusagen die Fragen der Mobilität beiseite zu lassen, heißt, einen erheblichen Teil der konstituierenden Elemente des Systems nicht verstanden zu haben oder sich damit nicht auseinanderzusetzen. Nachdem die Zeit schon fortgeschritten ist, möchte ich auch Ihnen noch Gelegenheit geben, sich einzumischen. Allerdings bitte ich Sie tatsächlich mit Fragen und nicht mit Gegenreferaten sich einzumischen, wenn es welche denn gibt. Bitte. Herr Spinadel, sollen die Kleingartengebiete, die Sie so forcieren, mit der U-Bahn erreichbar sein oder nicht? Ich glaube, es gibt eine Regelung mit den 300 Meter bis zu einer Straßenbahn oder bis zum öffentlichen Verkehr andocken. Und das ist okay, U-Bahn sicherlich nicht. Und ich forciere es nicht. Ich sage, es ist ein Modell, das weltweit bewundert wird, das wir auch in der Schweiz haben. Kleine grüne Lungen, die auch eine gewisse Lebensform beinhalten. Brigitte? Ja, ich habe eine Frage. Also mit dem BU Campus ist ja ein wirklich gut durchdachtes, hat also auf die Anrainer zugehendes Modell entwickelt worden. Und die Frage stellt sich, was mit den angrenzenden Gebieten ist. Also da hat man eine modellhafte architektonische Leistung und dann schmiegen sich größere Projekte, die überhaupt nichts zu bezeichnen haben, an das Campus an, wie diese. Keine Sorge, bitte, die Bodenbelege sollen harmonisiert werden. Ob das genügen wird, ist vielleicht auch eine Frage an den Thomas Marderreiter nochmal, was man da hätte anders machen können fürs nächste Projekt. Hoffentlich so manches. Ja, also ich bin da jetzt sozusagen nicht der Werbeguru oder Wanderprediger der Stadt Wien. Auch das sozusagen, das sage ich ja eher Learning, dass dieses Areal, wo jetzt die sogenannte Sigmund Freud, ich sage das ja bewusst so, entstehen wird. Beim Lasker-Eck? Beim sogenannten Lasker-Eck, das hat einfach eine Historie, ja, warum das so entstanden ist. Und ja, vermutlich würde man das heute anders machen. Ich meine, aber ich denke, es hat was Anekdotisches, so wie wir jetzt darüber sprechen, aber ich finde, es wäre schon wert zu sagen, wie kann man sowas auch verhindern? Also gibt es strukturelle Möglichkeiten, sowas zu verhindern oder passiert sowas einfach, kann sowas einfach immer passieren? Die Frage für mich ist auch, ob es dann im Endergebnis das dramatische Problem ist. Nämlich, dass ich jetzt bei einem an sich sehr großen Baufeld sage, ich nehme hier mal eine Fläche raus, um Optionen noch für eine ergänzende Entwicklung zu haben, halte ich nicht grundsätzlich für ein großes Problem. Die Frage ist einfach, ob ich die Qualität halten kann, die am restlichen Areal besteht. Da darf man tiefe Sorge darüber haben. Aber sozusagen ein gewisses Maß hier an Offenheit, auch bei anderen Arealen, das halte ich nicht für das große Problem. Solange hier mutige Gestaltungsbeiräte, Bezirksbeiräte formiert, wird alles viel leichter sein. Gibt es weitere Fragen noch aus dem... Weil sonst würde ich eher... Ah, da gibt es noch eine Hand. Ah. Tut mir leid, ich sehe es auch schlecht im Gegenlicht, aber ich glaube... Wien ist ja kein Stadtstaat wie Singapur oder Hongkong. Warum wird eigentlich nicht angedacht, eine territoriale Erweiterung der Stadt oder auch Instrumente ohne territoriale Erweiterung mit Finanzausgleich? Diese stadtplanerischen Instrumente hat es ja auch in den 70er Jahren ganz innovativ gegeben, obwohl es einen eisernen Vorhang gegeben hat. Danach ist das nie weitergedacht worden, sogar über die Grenzen Österreichs hinaus. Ja, also die kurze Antwort wäre, wir haben jetzt irgendwann 35 Jahre Planungsgemeinschaft Ost. Die direkte Antwort lautet einfach, wir glauben es uns in Österreich leisten zu können, 9 Raumordnungssysteme nebeneinander betreiben zu müssen und auf eine übergeordnete Bundesplanung verzichten zu können. Meinen Worten entnehmen Sie, dass ich ein großer Kritiker dessen bin, was ich halte für einen veritablen Unsinn. Natürlich versuchen wir auf den verschiedensten Ebenen Wien
im Rahmen einer funktionalen Region oder Agglomeration zu denken, alles andere ist sowieso ein Unsinn, gemeinsam mit Niederösterreich. Nur, und das sage ich jetzt auch bewusst, im Bewusstsein, dass ich seit 8 Jahren hier intensivst dran bin, ja, und im Dialog mit Bürgermeistern von 200 Einwohnergemeinden intensivst dran bin, also wirklich nicht theoretisierend, sondern einfach auch praktizierend. Uns als Stadt sind hier ganz klare Grenzen gesetzt. Also um es deutsch zu sagen, wir haben auf der anderen Seite der Grenze schlichtweg nichts zum Mitplaudern. Also wir können auf einer Ombudsmann-Ebene, auf einer Ebene des Miteinanderredens und sagen, wie könnten wir nicht, wäre es nicht möglich, alle Freundlichkeiten. Und ich finde, das hat seinen Wert, dass wir die Strukturen haben, die wir haben. Also ich finde, das hat schon eine Sicher, nur entschuldige, wenn wir nicht was ändern, dann wird der Zug nicht mehr in Wien halten, sondern woanders, wo es effizienter wird. Ja, selbstverständlich. Aber sozusagen trotzdem muss ich einfach anerkennen, unter welchen Rahmenbedingungen die Entwicklung derzeit stattfindet. Gerade auch was die Mobilität betrifft. Na, selbstverständlich. Also ich verweise dann nur auf ein Beispiel, ich soll jetzt nicht in der Gejammer ausarbeiten, weil an sich bin ja ich immer der visionäre Optimist. Ja. Aber wenn man sich das einfach vorstellt, 2000 ist eine neue Regelung zur Finanzierung des Schienenregionalverkehrs in Österreich entwickelt worden, mit der launigen Bestimmung, dass alle Verkehre zum einen, also die damals noch nicht im Fahrplanangebot bestanden haben, also alle zusätzlichen Verkehre, von den Ländern zu bestellen sind. Aus Sicht jetzt eines größeren Staates wie Deutschland, das ist eine komplette Absurdität, ja, Bundesländer in Österreich bestellen sich jetzt getrennt den Verkehr. Und die zusätzliche Absurdität war natürlich die dem innewohnende Logik, dass die dynamischen Regionen bestraft werden und die nicht dynamischen Regionen belohnt werden. Ich hoffe, ich will da nicht auf Kärnten losgehen, ein mir persönlich sehr sympathisches Bundesland mit Bevölkerungsschrumpfung und Stagnation. Na, wenn die keinen zusätzlichen Verkehr unterbringen, dann zahlt den auch weiterhin der Bund. In einer dynamisch wachsenden Region zahlen alles die Länder. Und das aber noch in so einer vertrottelten Struktur, darf ich das einfach einmal sagen, ja, dass sich eine logisch übergeordnet agierende Ebene hier einfach zurückgezogen hat. Ja. Also es ist nicht ein wenig an Föderalismus, sondern mehr an Föderalismus und das an der vollkommen falschen Stelle. Ja. Soll jetzt nicht so deprimierend ausklingen. Ja. Wir haben Kommunikationsstrukturen, wir haben Diskursstrukturen. Wien versucht sich hier sehr intensiv einzubringen, ja. Nur eine fehlende übergeordnete Ebene können wir trotzdem nicht ersetzen. Und deshalb lehne ich es klarerweise auch ab, die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, die einfach außerhalb unseres Gestaltungsspielraumes liegen. Ich sehe, es werden schon gute Dinge aufgetragen. Wir werden zum Ende kommen und die Diskussion in den informellen Teil bringen. Es gibt da noch eine ganz... Und zwar, wie viel Prozent der Wohnflächen stehen derzeit Ihres Wissens nach? Jetzt müsste ich zu meinem Zettel greifen, aber es ist im Prinzip relativ einfach. Also, nehmen Sie mir nicht genau beim Wort, aber der Wohnungsleerstand dürfte sich in etwa bei rund 30.000 Wohnungen bewegen. Wenig oder viel. Die Experten sagen uns, also aus der Wohnbauforschung, dass wir uns mittlerweile angenähert haben bei der sogenannten Mobilitätsreserve, was ja völlig logisch ist. Also es gibt einfach immer einen gewissen Anteil an Wohnungen, der leer stehen muss, statistisch, weil einfach Wohnungen gewechselt werden. Sozusagen das Phänomen, das wir vor 15 Jahren hatten, also diese berühmten 100.000 Wohnungen, die sind Fiktion, die gibt es nicht mehr. Aber ich glaube, es ist auch um Bodenreserven gegangen in der Frage, da habe ich das falsch verstanden. Wohnraum, Entschuldigung, das ist akustisch falsch verstanden. Vielleicht noch eine kurze abschließende Frage an Sie beide. Gibt es Gegenden in Wien, wo Sie sagen, die sollen weniger dicht werden? Nein, alle könnten dichter werden. Richtig dichter. Also Venubilität, Durchmischung, Angebotserweiterung mit der Dichte verbunden ist. Es kann nie zu viel sein. Es kann nie intensiv genug sein. Ja, dann ganz herzlichen Dank. Und ja, ich hoffe, Sie bleiben noch kurz bei uns und wir können die Gespräche noch weiterführen. Danke. Danke.